Hallo zusammen, Heino hier von Fotopatschul. Heute geht es um ein kleines Vlogging-Setup, was ich immer dabei habe, wenn ich mal eine Kurzreise mache, wenn ich auf Wanderschaft gehe, wenn ich mal einfach ein kurzes Video machen möchte, kein professionelles, sondern einfach nur euch mal mitnehmen möchte und einfach mal so ein kleines YouTube-Video drehen möchte. Wir gehen jetzt ja alles mal systematisch durch und gucken mal, was ich da alles dabei habe. Angefangen tun wir hier oben mit der kleinen DJI Mini 2, die ich dabei habe. Hier sind die Akkus, die ich natürlich immer wieder rausnehme, wenn ich hier von der Wanderung wiederkomme. Die bleiben hier nicht drin. Ich nehme es nur mit, damit ich hier auch gleichzeitig noch ein Powerbank habe. Man kann ja hier richtig schön was anschließen und kann hier nochmal vielleicht den Pocket nachladen oder vielleicht die Osmo Action, ja, oder diverse andere Kameras. Deswegen sind die Akkus hier drinne erstmal eingelegt. Hier kommen wir zur Drohne. Hier ist die Fernbedienung drinne, extra eine Tasche. Habe ich mir extra deswegen geholt, damit ich das besser verpacken kann. Ich habe mir die Fly More Combo bestellt, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, mir doch lieber extra Taschen zu holen, damit ich das besser verstauen kann. Hier sind ND-Filter, die ich benutze für die Drohne. Hier ist die Drohne drin. Ja, das ist so wirklich richtig gute Qualität. Das ist wie so ein Halsschalenkoffer. Ja, könnt ihr aufmachen und die Drohne passt hier wirklich wunderbar rein. Ihr seht, ich habe hier noch nicht mal den Propellerschutz dran, ja, weil hier kann da wirklich gar nichts passieren. Die Drohne liegt hier wirklich schön gepolstert hier drin. Hier haben wir noch diverse Kabel. Ja, das ist hier einfach nochmal so ein USB-A zu USB-C Kabel. Und hier ist nochmal ganz normales USB-A zu Lightning, falls ich mal mein Handy nachladen möchte. Die Kabel habe ich dabei. So, kommen wir mal zu der nächsten Sache. Meine Hauptkamera ist hier die DJI Pocket 2, die ich hier sehr, sehr gerne benutze. Die macht hier ein richtig cooles, tolles Bild. Da habe ich auch die Create Combo Version, glaube ich, heißt es. Da war hier gleich so ein externes Mikrofon dabei, was ich hier auch sehr, sehr oft einnutze, damit ich hier auch richtig guten Ton bekomme. Habe hier noch mir so ein Lavalier-Mikrofon geholt, damit ich nicht immer hier den kleinen Kasten hier am T-Shirt habe. Habe dann hier nur das kleine Mikrofon dran, habe hier noch ein Deadcat dabei. Ja, und macht damit richtig guten Sound und wirklich richtig gutes Bild. Dazu gehören hier die ND-Filter. Braucht man nun mal, weil man hier die Blende eben nicht verstellen kann. Ist ein extra Video, komme ich gar nicht dazu. Aber wie gesagt, ND-Filter ist immer ganz gut, wenn man die dabei hat. Dann habe ich hier nochmal eine kleine Powerbank. Nur mal, wenn ich hier mal schnell mal nachladen möchte und ich brauche vielleicht doch die Akkus, habe ich hier noch bei. Ja, kein Problem, die ist nicht schwer, die habe ich einfach mit dabei. Kommen wir zur nächsten Kamera, das ist hier meine B-Roll-Kamera, das ist hier einfach nur Osmo Action, die ich mal dabei habe. Einfach hier rausholen, packe ich hier meistens auf so ein kleines Stativ, kann die irgendwo hinstellen und kann mir da einfach mal, wenn ich mal laufen tue oder irgendwie, kann mir da mit Film, kann da eben gute Szenen mit einfangen. Kann da auch mal schöne Timelapse mitmachen. Richtig gut. Falls ich die Kamera als Hauptkamera brauche, ja, weil vielleicht die Osmo Action leer ist oder ausfällt oder irgendwas ist, ja, dann kann ich hier mit so ein kleines Setup, was ich mir hier zusammengestellt habe, hier, da ist so ein Ulanzi-Zwischenstück damit bei, kann ich mir hier ranschrauben. Steckt es hier jetzt zusammen. Zack, und kann jetzt die Kamera, jetzt noch den Adapter hier, so, steck jetzt die Sache hier ein zusammen. So, und habe hier jetzt erstmal schon mal ein richtig cooles Setup hier mir zu filmen. Da kann das hier alles ein bisschen den Winkel hier verändern. Ihr seht es, ja, das kann ich hier alles ein bisschen steuern. Habe hier noch mal eine Verlängerung, ja, dass ich noch mal ein bisschen weitwinkliger bin. Habe hier jetzt einen Adapter, damit ich hier noch mal auch einen schönen Ton aufnehmen kann, weil ihr wisst, die Kameras sind eben von Ton her eben nicht so optimal, weil wie gesagt, ist hier einfach nur ein kleines Loch, wo der Wind drüber pfeift. Ist immer nicht so optimal. Deswegen habe ich mir den Adapter bestellt und kann jetzt
entweder hier das Lavalier-Mikrofon dran machen oder habe jetzt hier die Möglichkeit mit dieser Tasche hier mir eine Funkstrecke anzubauen. Ja. Und zwar hier von Rode, das ist das Wireless Go, und kann die jetzt hier ranstecken. Und da wackelt jetzt nichts rum, weil der Schwachpunkt liegt eben hier. Ihr habt hier, der Stecker steckt hier einfach nur drin. Ja? Und wenn ihr hier auf Zug arbeitet, ja, und das wackelt hier immer hin und her, dann habt ihr irgendwann mal keinen Ton mehr und der Stecker ist hier so ein bisschen raus, ja, und habt die ganze Aufnahme ohne Ton. Das möchte ich vermeiden, deswegen hier einfach angesteckt, da klappert und wackelt nichts rum und ich kann mir hier ordentlich vloggen und ordentlich aufnehmen. Ja, und wie gesagt, das ist dann meine Zweitkamera. Falls mal die eine ausfallen sollte, irgendwie nochmal eine andere Kameraperspektive, kann ich das hier jederzeit einsetzen. So, die Tasche haben wir jetzt ja schon gesehen. Da sind ja meine Rode Funkstrecke drin. Hier sind die ND-Filter drin für die Osmo Action. Wie gesagt, einmal Filter für die Action, einmal Filter für ein Pocket und einmal Filter für die Drohne. Muss man unbedingt haben. Ja, das ist hier jetzt die kleine Action-Kamera. Die habe ich hier auch so ein kleines Case verpackt und schon ist die sicher und geschützt. So, jetzt haben wir aber noch so zwei Taschen. Gucken mal hier rein. Hier sind einfach nur so die Deadcaps drin. Ich habe hier noch mal einen Kopfhöreranschluss, falls ich mal was hören möchte. Hier nochmal so ein Tuch braucht ihr unbedingt, wenn ihr einen ND-Filter habt, nochmal drüber zu wischen, damit die Filter auch sauber sind. Ja, ansonsten ist hier gar nicht groß weiter Wärme drin. Hier nochmal so ein kleinen Lightning-Adapter, falls ich mal irgendwie nochmal einen Ton vom Handy aus brauche. Muss man aber nicht unbedingt dabei haben. So, eine Kamera habe ich aber noch dabei. Und das ist hier die kleine Insta360 Go 2. Die nehme ich immer als Ich-Perspektive. Das heißt, wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgendwas zeigen möchte oder ich tue jetzt meine Kamera einstellen, dann kann ich die hier mir mit zum Beispiel hier der Marke, die ich mir hier umhängen kann. Zack, und kann jetzt hier die Kamera schön nehmen, kann die hier mir ranklicken. Ja, und habe hier eine richtig, richtig gute Perspektive, lauf dann so ein bisschen durch die Gegend oder lauf da gerade in die Strecke ab und habe euch immer mit dabei. Ja? Oder wenn ich irgendwas hier vorne erkläre, ja, habe ich das alles schön mit drauf. Das ist eigentlich die Kamera aus der Ich-Perspektive. Tolle Kamera, kann ich wirklich nur empfehlen. Habe ich erst ein paar Schwierigkeiten mit gehabt, aber jetzt, ich mag das Teil ungemein. Ja, und hier ist eben alles drin, was ich für die kleine Insta so brauche. Ja, das ist hier einmal so ein Stand. Ja, mit so einer Klebefunktion. Kann jetzt hier irgendwo ranbappen. Ja, dann klebt die Sache richtig, richtig fest. Hier, das habe ich mir extra bestellt. Das ist nochmal, wo ich die Kamera hier einklemmen kann. Kann die nochmal auf ein Stativ stellen. Ja. Und hier nochmal der Easy Clip, so wie er wohl heißt. Den kann ich mir jetzt hier zum Beispiel am Schirm machen und kann nochmal eine ganz andere Perspektive einfangen. Also richtig, richtig cool. Das ist Varo alles schon ein Zubehör mit bei, außer hier dieses Teil. Ja, richtig klasse. Und wie gesagt, das passt hier alles in so eine kleine Tasche rein und kann die Kamera wirklich vielseitig einsetzen. Zack. Ja, hier die Kamera, die habe ich einfach nur mal drin, damit ich mir das nachher hier später am Rucksack anhängen kann und kann die Kamera jederzeit immer rausnehmen, wenn ich sie brauche. Ja, das war hier mein kleines Vlogging-Setup, was ich dann immer mitnehme, wenn ich mal im Wald spazieren gehe, wenn ich mal eine Kurzreise machen tue oder vielleicht eine Städte-Rundfahrt oder keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ich mal einfach mal so nebenbei ein bisschen filmen möchte, nicht professionelles, aber euch mal vielleicht einfach mitnehmen möchte für ein kleines YouTube-Video, dann kommt diese Sache hier zum Einsatz. Jetzt zeige ich euch mal, wo ich die ganze Sache drin verpacke, weil das ist einfach ein kleiner Rucksack, den ich auch auf Amazon, glaube ich, bestellt habe. Zeige ich euch gerade mal. Das ist der Rucksack hier von Bodyguard. Ja. Ich packe jetzt mal alles mal zusammen und dann verstauen wir die ganze Sache mal und dann zeige ich euch, was den Rucksack hier so ein bisschen auszeichnet. Hier vorne kommen meine ganzen Kameras rein. Das heißt, hier kommt die kleine InstaGo rein, hier kommt die Osmo Action rein
Und hier kommt der Gimbal rein von DJI, der Pocket 2. So, dann sind wir hier eigentlich hier vorne schon durch. Ja, dann kann ich die ganze Sache hier nochmal aufklappen und habe hier nochmal ein hinteres Fach. Da lege ich hier die Powerbank oder eben die Akkus rein für die kleine Drohne. Dann kommen hier noch die ganzen Filter rein, die ich hier benutze. Und dann ist hier ist eigentlich noch Platz, aber mehr brauche ich eigentlich gar nicht, weil das reicht mir hier schon vollkommen aus. Und ich mache den Reißverschluss zu. So, dann haben wir hier gar nicht mehr so viel zu liegen. Ja, und dann haben wir noch mal ein Hauptfach. Hier haben wir noch mal so eine Schnalle. Ich muss hier alles schön rüberlegen. Haben wir hier das Hauptfach. Das kriege ich hier nicht ganz auf, weil wir haben hier wie so eine Sicherung. Ja, falls der Rucksack mal aufgehen sollte oder nicht richtig zu ist, dann geht er nur bis zur Hälfte hier auf. Aber es reicht wirklich vollkommen aus. Ja, und da kommen jetzt wirklich die diversen anderen Sachen raus. Ein hier die Fernbedienung. Die Drohne, hier nochmal die kleine Tasche, hier haben wir noch eine Tasche, hier haben wir das Zwischenstück, was wir brauchen, das kommt neben dran, haben wir hier so eine Netztasche, zack. Oh, jetzt habe ich die Marke vergessen, aber gut, ist ja jetzt völlig egal erstmal. Hier haben wir nochmal eine Tasche für die Zusatzteile für die Insta 360 Go 2. Haben hier noch mal ein paar Kabel, die legen wir hier auch noch mit zu. Und die Powerbank, jetzt können wir die Tasche eigentlich schon zumachen. Ich gucke noch mal. Jawohl, die Tasche kann zu oder der Rucksack. Und ihr seht, was auf dem kleinen Rucksack alles passt. Ja. Und hier neben dran mache ich noch die Powerbank rein, wo ich dann richtig schön, wenn ich mal noch ein bisschen Strom brauche, decke mir das hier meistens noch durch und kann es jederzeit jetzt hier rausziehen. Ja, kann es hier vorne hier irgendwo zwischenstecken und habe jetzt hier die Möglichkeit, jederzeit noch mal kurz mal schnell nachzuladen. Ihr wisst, der Pocket hat ja so einen internen Akku drin, den muss man eben einem ab und zu mal nachladen, genauso wie die Insta 360 Go 2, die muss man ab und zu auch mal nachladen. Die hat zwar immer so eine Nachladefunktion, ja, in der Schale drin, aber irgendwann ist da auch die Kapazität erreicht oder eben mal auch das Ende in Sicht. Ja, und deswegen habe ich hier nochmal so eine kleine Powerbank dabei. Und wie gesagt, ich habe ja noch die Powerbank von der Drohne noch dabei. Da bin ich richtig gut ausgestattet, weil da kann erstmal so schnell nichts passieren. Ja, wie gesagt, und hier kann man den Rucksack schön aufsetzen. Wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, das hier rauszunehmen und kann das als Tasche umfunktionieren. Hier einfach alles raushängen. Hier, das sind alles aus Metall. Hier so eine Karabiner, die kann man aushängen. Hat man hier ein extra Gurt dabei, den man dann hier einhängen kann und das hier als Tasche nehmen kann. Finde ich cool. Ja, richtig schön durchdacht und deswegen habe ich mir die Tasche auch geholt. Ich nehme die wirklich ganz selten als Tasche, aber wenn ich mal öfters mal ran muss an der Tasche, dann funktioniert die ganz schnell um, zack, und kann die als Tasche benutzen. Hier einfach einhängen und hier einfach durchziehen. Also, ja, cool. Ganz einfach, zack. Ich habe gedacht, das ist hier erst ein bisschen Schwachpunkt, ja, weil hier, das ist natürlich auf Zug hier, aber das ist hier alles zigmal genäht und das Ding hält, ja, das ist hier wie so ein Spanngurt, ja, so ein Material, der hält, ja. Wenn, dann reißt hier komplett alles aus, kann ich mir aber gar nicht so direkt vorstellen, muss natürlich nicht riesen belasten, man kann hier keine 20 Kilo reinpacken, aber hier so 2-3 Kilo, die ich jetzt hier drin habe, hält ja alle Male. Ja, und das war jetzt hier mein kleines Vlogging-Setup. Wem es gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, würde ich mir echt freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut, ciao. Euer Heino Patschul von Fotopatschul.